Eigentlich wirklich, wirklich schade. Also mittlerweile waren wir schon 4 Tage im Hotel Tabo und es war gerade das Gefühl, jetzt endlich angekommen zu sein, Urlaub zu haben und schon muss man quasi wieder los, früh aufstehen, deswegen relativ schade. Wir sind gerade heute aufgebrochen auf dem Weg zur Dell-Universität, wo wir heute um 13 Uhr einen Termin haben. Momentan ist gerade noch so 8:30 ungefähr, ziemlich früh am Morgen, deswegen nur ganz kleine Augen, die Nacht auch wieder wenig geschlafen. Und haben heute dann den Termin an der Universität, wo wir dann gucken, wie wir die neuen Projekte, also mit Austauschstudenten oder Professoren, wie man sie da hinbekommt, da verschiedene Sachen halt möglicherweise machen kann. Ich bin mal gespannt. Der Termin ist mal gar nicht gut gelaufen. Irgendwie hat heute nichts funktioniert wirklich. Waren wir beide irgendwie zu müde oder ich weiß es nicht genau. Wir hatten Internetverbindungen und wir haben gar nicht genau rüberbekommen, was wir eigentlich wollten. Das war irgendwie verzettelt in den ganzen Projekten und dann keine Anknüpfungspunkte für die Universität wirklich gefunden. Was mir weitergeholfen hat, ist die Direktorin, die hat mir dann ganz klar gesagt, mit wenn man eine Software irgendwie machen möchte, wie man das aufbauen muss, dass man mit einem Programmierteam daran arbeiten kann. Also jeden einzelnen Schritt irgendwie beschreiben und unglaublich viel Arbeit. Und, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Das müsste sich dann irgendjemand finden, der das dann übernimmt. Und insgesamt war es dann abends noch ganz okay. Wir haben dann eine Live-Schaltung über Skype mit dem Christian Schmidt von der Uni Köln gemacht. Er ist der Projektleiter und hat gerade das Erasmus-Studienprojekt oder so, ich weiß gar nicht genau, was es ist, auf jeden Fall mit EU-Geldern geförderte Studienprojekte auf der Ebene der Universitäten. Die hatten eine Live-Konferenz, war ganz lustig, saß man im Raum dann mit 10 Leuten über einen Beamer, hatten wir mit ihm dann quasi über Skype gesprochen und das war dann auch wieder gut hier für die Hochschule, damit sie auch noch was vom Termin hatten, was Konkretes und Reales. Aber ich bin todmüde, steht total neben mir. Freue mich einfach jetzt aufs Bett oder aufs Schlafen. Morgen wird der Tag wieder anders aussehen.